Zeit der Argumente, nicht nur in der Sendung, die wir Ihnen gerade gezeigt haben, die Debatte. Harte Verhandlungen sind derzeit im Gange zwischen US-Außenminister Kerry und seinem russischen Kollegen Lavrov. Bei Ihrer ersten Verhandlungsrunde in Genf, da sind Sie sich kaum näher gekommen in Ihren Argumenten. Es geht ja dort um die Bedingungen, wie die syrischen Chemiewaffenbestände kontrolliert und vernichtet werden sollen. Heute, da startet die zweite Runde und die US-amerikanische Seite will definitiv jegliche Hinhaltetaktik vermeiden. Die russische Seite hingegen ist gegen jegliche Androhung mit einem Militärschlag. Aber gerade diese Option will US-Präsident Barack Obama nicht aus der Hand geben. Das hatte er auch schon in seiner Rede an die Nation erklärt. Und die zeigen wir Ihnen jetzt noch einmal in der vollen Länge, die wir auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch live hier bei Phoenix übertragen haben. Wie soll es jetzt weitergehen? Was in den letzten zwei Jahren begonnen hat, war eine Reihe friedlicher Proteste gegen das Regime von Bashar al-Assad. Und dieser Protest ist in einen brutalen Bürgerkrieg übergegangen. Millionen sind geflohen, Hunderttausende wurden getötet. In der Zeit haben die USA mit ihren Verbündeten daran gearbeitet, humanitäre Hilfe zu leisten und die moderate Opposition zu unterstützen. Ich habe der Versuchung widerstanden, nach militärischen Schlägen zu rufen, denn wir können nicht anderer Leute Bürgerkrieg lösen, insbesondere nach einem Jahrzehnt des Krieges im Irak und in Afghanistan. Am 21. August aber hat die Situation sich fundamental verändert, als das Regime Hunderte, über 1000 Menschen mit Gas getötet hat, darunter Hunderte von Kindern. Die Bilder sind schrecklich. Männer, Frauen, Kinder, die in langen Reihen da liegen, durch tödliches Gas getötet, andere mit Schaum vor dem Mund, die nach Luft schnappen. Ein Vater, der sein totes Kind umklammert und das Kind anfleht, doch wieder aufzustehen. In dieser schrecklichen Nacht sah die Welt in schrecklichen Details die fürchterliche Natur chemischer Waffen. Und während die überwältigende Mehrheit der Menschheit solche chemischen Waffen als verboten erklärt hat, als ein Verbrechen gegen die Menschheit, eine Verletzung des Kriegsrechts, war das doch nicht immer der Fall. Im Ersten Weltkrieg waren amerikanische GIs unter den vielen tausend Menschen, die in den Gräben Europas durch tödliche Gasangriffe gestorben sind. Im Zweiten Weltkrieg haben die Nazis Gas benutzt, um den Schrecken des Holocaust zu verbreiten. Denn diese Waffen dienen der massenhaften Tötung ohne Unterscheidung zwischen Soldat und Kind. Und die Welt hat ein Jahrhundert daran gearbeitet, chemische Waffen zu verbieten. Der amerikanische Senat hat sich schon früh 1927 dem Verbot chemischer Waffen angeschlossen, das heute von Regierungen unterstützt wird, die 98% der Menschheit vertreten. Am 21. August wurden diese Grundregeln verletzt. Das heißt, unser Sinn für die gemeinsame Menschlichkeit wurde mit Füßen getreten. Niemand bestreitet, dass chemische Waffen eingesetzt wurden in Syrien. Die Welt sah tausende von Videos mit Smartphones aufgenommen und Berichte in sozialen Medien über die Angriffe. Es gab Berichte aus Krankenhäusern mit Menschen, mit Patienten, die Symptome von Gasangriffen aufwiesen. Und wir wissen, dass das Assad-Regime für diesen Angriff verantwortlich war. In den Tagen vor dem 21. August, das wissen wir, hat sich das Militärpersonal auf einen solchen Angriff vorbereitet und Saringas vorbereitet, Gasmasken ausgegeben an die Soldaten und dann Gasgranaten auf 11 Nachbarschaften, auf 11 Stadtviertel abgefeuert, in denen das Regime die Opposition überwinden wollte. Und dann füllten sich die Krankenhäuser mit den Sterbenden und den Toten. Wir haben gesehen, wie die Militärmaschine von Assad die Angriffsanalyse durchgeführt hat, um dann diese Stadtviertel erneut zu beschießen. Wir haben Proben gesammelt von Kleidungsstücken, von Gewebe und nachgewiesen, dass Sarin eingesetzt wurde. Wenn Diktatoren Grausamkeiten begehen, dann sind sie darauf angewiesen, dass die Welt wegschaut. Aber diese Dinge sind passiert. Wir müssen uns den schrecklichen Tatsachen stellen. Die Frage ist jetzt, was die USA und die internationale Gemeinschaft bereit sind, dagegen zu tun. Denn was diesen Menschen passiert ist, was ihnen widerfahren ist, diesen Kindern, ist nicht nur eine Verletzung des Völkerrechts. Das ist auch eine Gefahr für unsere Sicherheit.
Lassen Sie mich erläutern, warum. Wenn wir es versäumen zu handeln, dann wird das Assad-Regime keinen Grund sehen, mit dem Einsatz chemischer Waffen aufzuhören. Denn dann weicht das Chemiewaffenverbot auf und andere Tyrannen machen sich Gedanken, warum sie denn keine Chemiewaffen einsetzen sollten. Und dann besteht die Gefahr, dass auch unsere Truppen mit Chemiewaffen angegriffen werden auf den Schlachtfeldern. Und es könnte leichter werden für Terroristen, diese Waffen unter Kontrolle zu bringen und damit Zivilisten anzugreifen. Wenn die Kämpfe über die syrischen Grenzen hinausdringen, dann könnte eine Gefahr für die Türkei, Jordanien und Israel entstehen. Ein Versäumnis gegen den Einsatz chemischer Waffen durchzusetzen würde das Verbot anderer Massenvernichtungswaffen aufweichen und die Verbündeten von Assad ermutigen, zum Beispiel den Iran, der weiter nach einer Atomwaffe sucht, und würde den Weg zum Frieden erschweren. Das ist nicht die Welt, die wir akzeptieren sollten. Darum geht es. Und deshalb haben wir nach sorgfältigen Beratungen entschieden, dass es im nationalen Sicherheitsinteresse der USA ist, auf den Einsatz chemischer Waffen durch das Assad-Regime zu reagieren, und zwar durch einen gezielten Militärschlag. Der Zweck dieses Militärschlags wäre es, von weiteren Einsatz chemischer Waffen abzuschrecken, die Fähigkeit zum Einsatz chemischer Waffen zu zerstören und der Welt zu zeigen, dass wir den Einsatz von Chemiewaffen nicht tolerieren. Das ist meine Beurteilung der Situation als Oberstkommandierender. Ich bin aber auch Präsident der ältesten konstitutionellen Demokratie der Welt. Obwohl ich also die Autorität habe, Militärschläge anzuordnen, glaube ich, dass es in Anbetracht der Tatsache, dass keine direkte Gefährdung unserer Sicherheit besteht, habe ich beschlossen, also diesen Vorgang vor den Kongress zu bringen und zur Abstimmung zu bringen, denn ich glaube, dass Amerika effektiver handeln kann, wenn wir Einigkeit demonstrieren und zusammenstehen, insbesondere nach einem Jahrzehnt, in dem mehr und mehr Kriegsführungsmacht in den Händen des Präsidenten vereinigt wurde und die unsere Truppen immer größeren Gefahren ausgesetzt wurden, während die Politik abseits stand. Ich weiß, dass nach dem schrecklichen Blutzoll der Kriege im Irak und in Afghanistan jeder Militärschlag, egal wie begrenzt er ist, nicht beliebt ist, nicht populär ist. Ich habe 4,5 Jahre daran gearbeitet, Kriege zu beenden, nicht sie zu beginnen. Unsere Truppen sind aus dem Irak abgezogen, sie kommen zurück aus Afghanistan. Und ich weiß, dass die Amerikaner möchten, dass wir alle in Washington, insbesondere ich, mich konzentriere auf die Aufgabe, unsere Nation hier zu Hause zu stärken, Arbeitsplätze zu schaffen, für Bildung für unsere Kinder zu sorgen, die Mittelschicht zu stärken. Natürlich werden hier harte Fragen gestellt. Also einige Fragen, die ich von Kongressmitgliedern gehört habe und die sie in Briefen geschrieben haben, möchte ich hier beantworten. Erstens, viele von Ihnen haben gefragt, ob wir hier nicht auf eine abschüssige Fläche geraten, die uns in einen anderen Krieg in einen neuen Krieg schlittern lässt. Ein Veteran hat es noch offener gesagt: Diese Nation hat die Nase voll von Krieg, hat er geschrieben. Meine Antwort ist ganz einfach. Ich werde keine amerikanischen Bodentruppen in Syrien einsetzen. Ich werde keine unbegrenzte Militäraktion anordnen und auch keinen Luftkrieg wie im Kosovo. Dies wird ein gezielter Schlag mit einem klaren Ziel: Abschrecken vom Einsatz chemischer Waffen und Zerstörung der Fähigkeiten zum Einsatz chemischer Waffen. Andere haben gefragt, ob es sich lohnt, überhaupt zu handeln, wenn wir nicht das Assad-Regime stürzen. Kongressmitglieder haben gesagt, es nützt doch nichts, hier einen Nadelstich durchzuführen in Syrien. Eins möchte ich aber hier klarstellen: Das US-Militär führt keine Nadelstiche durch. Selbst ein begrenzter Militärschlag wird eine klare Botschaft an Assad senden, die keine andere Nation ihm geben kann. Ich denke, wir sollten nicht schon wieder einen Diktator mit Gewalt aus dem Amt entfernen, denn wir haben im Irak gelernt, dass uns das verantwortlich macht für alles, was danach kommt. Aber ein gezielter Militärschlag kann Assad und jeden anderen Diktator dazu bringen, sich sorgfältig zu überlegen, ob er chemische Waffen einsetzen möchte. Andere Fragen betreffen die Gefahr von Vergeltungsschlägen. Wir nehmen Bedrohungen natürlich ernst, aber das Assad-Regime hat nicht die Fähigkeit, unser Militär ernsthaft zu bedrohen. Und andere Vergeltungsschläge, die Assad üben könnte, unterscheiden sich nicht von den Gefahren, denen wir täglich ausgesetzt sind.
Unser Verbündeter Israel kann sich selbst verteidigen, genauso, weil Israel auch die unerschütterliche Unterstützung der USA genießt. Viele von Ihnen haben darüber hinausgehende Fragen gestellt. Warum sollen wir uns überhaupt einmischen in einem Land, wo die Situation so kompliziert ist? Jemand schrieb mir, diejenigen, die nach Assad kommen, könnten auch Feinde der Menschenrechte sein. Das stimmt. Einige der Gegner von Assad sind Extremisten. Aber Al-Qaida wird nur stärker werden in einem chaotischen Syrien, wenn die Menschen dort erleben, dass die Welt nichts dafür tut, unschuldige Zivilisten vor dem Gastod zu bewahren. Die Mehrheit des syrischen Volkes und die syrische Opposition, mit der wir zusammenarbeiten, die möchten einfach nur in Frieden leben, in Würde, in Freiheit. Und am Tag nach einem Militärschlag werden wir unsere Anstrengungen verdoppeln, eine politische Lösung zu erreichen, die diejenigen stärkt, die gegen Tyrannei und Extremismus eintreten. Schließlich haben viele von Ihnen gefragt, warum sollen wir das nicht anderen Ländern überlassen oder Lösungen suchen ohne Gewalteinsatz? Einige Menschen schrieben mir, wir sollten doch nicht der Weltpolizist sein. Dem stimme ich zu. Und ich habe immer Vorrang eingeräumt für friedliche Lösungen. Meine Regierung hat es diplomatisch versucht, mit Sanktionen, mit Warnungen, mit Verhandlungen. Aber chemische Waffen wurden immer noch eingesetzt durch das Assad-Regime. Gleichwohl haben wir in den letzten Tagen einige ermutigende Zeichen gesehen. Teilweise, weil es die glaubwürdige Drohung eines amerikanischen Militärschlags gab, sowie konstruktive Gespräche, die ich mit Präsident Putin hatte. Die russische Regierung hat ihre Bereitschaft erklärt, gemeinsam mit der Völkergemeinschaft Assad dazu zu drängen, sein chemisches Waffenarsenal aufzugeben. Das Assad-Regime hat nun eingeräumt und zugegeben, dass es über Chemiewaffen verfügt und hat sogar angekündigt, der Chemiewaffen Konvention beizutreten, die den Einsatz von Chemiewaffen verbietet. Wir werden nun sehen, ob das Erfolg hat, denn jede Vereinbarung, die möglich ist, muss die Überprüfung beinhalten, ob das Assad-Regime auch die Verpflichtungen einhält. Aber diese Initiative hat nun potenziell die Möglichkeit, den Chemiewaffeneinsatz zu unterbinden auf diesem Wege. Ich habe deswegen die Kongressmitglieder gebeten, die Abstimmung zu verschieben, während wir weiter diplomatische Bemühungen anwenden. Ich habe den Außenminister John Kerry gebeten, am Donnerstag auch seinen Amtsbruder in Moskau, also Herrn Lavrov, zu treffen. Wir stehen in Verbindungen und besprechen uns mit Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Großbritannien, mit Russland und China und bereiten schon eine Resolution für den UNO-Sicherheitsrat vor, die eben vorsieht, dann, dass Assad sich der internationalen Kontrolle unterwirft. Darüber hinaus warten wir auf die Berichte der Chemiewaffen. Waffeninspektoren mit den Ergebnissen, was genau am 21. August gelaufen ist. All das wird von allen dann hinterher auch eingesehen werden können, die ja gesagt haben, wir müssen etwas tun. Unsere Streitkräfte habe ich angewiesen, den Druck weiter aufrechtzuerhalten und jederzeit auch sich in Bereitschaft zu halten für einen Militärschlag. Und ich danke unseren Streitkräften und ich danke den Familien unserer Soldatinnen und Soldaten für ihren Einsatz. Meine lieben amerikanischen Mitbürger und Mitbürgerinnen, seit Jahrzehnten sind die Vereinigten Staaten sozusagen der Anker der weltweiten Stabilität. Und das bedeutet mehr als nur ganz einfach internationale Abkommen zu schließen. Man muss sie auch hinterher umsetzen und dafür sorgen, dass sie eingehalten werden. Die Welt ist ein besserer Ort, weil wir eben dafür auch mitgesorgt haben. Zu meinen Freunden auf der politischen Rechte sage ich, man muss natürlich auch ganz klar sehen, dass man auf einen Militärschlag nicht unbedingt verzichten kann, wenn es um eine gerechte Sache geht. Wir glauben an die Freiheit, an die Würde für die Menschen weltweit. Und die Bilder, die wir gesehen haben, haben gezeigt, dass das Leid immer noch zunimmt. Das haben wir insbesondere von den Bildern gesehen, auf den kalten Krankenhausfluren.
Da war es eben halt nicht nur genug, dass die internationale Völkergemeinschaft sich einig war in der Ächtung der Chemiewaffen. All diejenigen, die heute zuschauen und die auch die Videos des Giftgasangriffes gesehen haben, müssen sich die Frage stellen, in welcher Welt sie leben wollen, und müssen auch so entscheiden, ob die Amerikaner einen solchen Diktator überhaupt noch weiter dulden können, der Chemiewaffen eingesetzt hat. Roosevelt hat einmal gesagt, unsere nationale Entschlossenheit, nicht in ausländische Kriege verwickelt zu werden, darf uns nicht daran hindern, unsere große Sorge zum Ausdruck zu bringen, wenn unsere Werte verletzt sind, unsere Ideen, unsere Vorstellungen, unsere Grundsätze. Und wenn die eben auf dem Spiel stehen, dann müssen wir handeln. Das gebietet schon unsere Führerschaft international, mit der wir dafür sorgen müssen, dass die schlimmsten Waffen, die die Welt kennt, nicht benutzt werden. Amerika ist nicht der Weltpolizist. Schreckliche Dinge passieren rund um den Globus, und wir können natürlich nicht überall da etwas dagegen tun, aber wenn wir mit bescheidenem Einsatz dafür sorgen können, dass Kinder nicht Giftgasangriffen ausgesetzt werden, wenn wir dafür sorgen können, dass auch unsere eigenen Kinder in Sicherheit leben können langfristig, dann müssen wir handeln. Das macht ja genau den Unterschied aus. Das macht uns ja so außergewöhnlich, uns Amerikaner. Das tun wir mit einer Demut, aber auch großer Entschlossenheit. Thank you. God bless you. Herzlichen Dank. God bless the United Gott States segne Sie und Gott segne die Vereinigten Staaten von Amerika. Hallo, herzlich willkommen zu Phoenix vor Ort. Wir wollen heute vor allem auf die Verhandlungen zu den syrischen Chemiewaffen in Genf eingehen. Aber es geht auch um den Wahlkampf. Natürlich den großen in Berlin und den etwas kleineren in Bayern. Aber zunächst zu Syrien. Bashar al-Assad hat gestern einen ersten Schritt getan und doch überraschend schnell den Beitritt zur internationalen Chemiewaffenkonvention beantragt. Wird dieser gültig, unterwirft sich sein Land strengen und unabhängigen Kontrollen. Gleichzeitig tagen in Genf noch immer der amerikanische Außenminister Kerry und sein russischer Amtskollege Lavrov. Russland will einen Vier-Stufen-Plan zur Vernichtung der Chemiewaffen vorschlagen. Putin hat als einziger die Kontakte zu Assad. Er sitzt scheinbar am diplomatisch längeren Hebel und die Russen genießen das. Die dramatische Entwicklung im Syrien-Konflikt und die Pokerpartie in Genf sind auch im russischen Fernsehen das alles dominierende Thema. US-Außenminister Kerry kam Stunden vor seinem russischen Gegenpart in Genf an, um mit dem Syrien-Beauftragten der Vereinten Nationen zu beraten. Da waren die Eckdaten des russischen Plans bereits bekannt. Assad muss die Chemiewaffenkonvention unterschreiben, hatte Sergei Lavrov schon vor seiner Ankunft in Genf erklärt. Dann die Produktions- und Lagerstätten offenlegen, sie Inspektoren öffnen. Schritt 4 dann der Plan, wie man sie sichert und vernichtet. Bis ins Wochenende hinein könnten die Gespräche in Genf dauern, der wohl letzte Versuch, eine gemeinsame Lösung zu finden. Die Telefonleitungen in den Kreml dürften glühen in den kommenden Tagen. Wladimir Putin äußerte sich nicht zu den Verhandlungen. Er hatte schon im Vorfeld seine Instrumente vorgezeigt, Zuckerbrot und Peitsche. Für den Fall, dass die USA die Nerven verlieren und doch einen Militärschlag planen, hatte eine Moskauer Zeitung durchsickern lassen, Putin erwäge die Lieferung des neuesten Modells der S-300 Luftabwehrraketen an den Syrien-Verbündeten Iran. Schon morgen trifft er die neuen iranischen Präsidenten. Und wie zufällig gingen gestern diese Bilder über russische Bildschirme. S-300-Raketen zeigen ihre Treffgenauigkeit bei einem Manöver. Die zweite Putin-Offensive war sein Artikel in der New York Times. In der Welt entstehe für viele Millionen der Eindruck, so Putin, Amerika setze nur noch auf nackte Gewalt. Ein publizistischer Affront. Doch dann Putins Eindruck, sein Verhältnis zu Obama sei von wachsendem gegenseitigen Vertrauen geprägt. Peitsche und Zuckerbrot. Im Weißen Haus kommentierte der US-Präsident den Artikel gar nicht und ging auf keinen der in Genf diskutierten Streitpunkte im Einzelnen ein. Ich bin hoffnungsvoll, dass die Diskussionen, die Außenminister Kerry führt, ein Resultat bringen. Doch in John Kerrys Außenministerium herrscht tiefe Skepsis. Genf müsse jetzt zeigen, wie ernst die USA den russischen Vorschlag nehmen könnten. Und John Kerry selbst formuliert klare Forderungen. Das ist kein Spiel. Das habe ich meinem Freund Sergei gleich zu Beginn gesagt.
Es muss real sein, es muss vernünftig sein, überprüfbar. Es muss glaubwürdig sein und es muss zeitnah umgesetzt werden. Wie auf Stichwort teilte Sergej Lavrov dann mit, Syrien habe bereits den Beitritt zur Chemiewaffenkonvention bei den Vereinten Nationen beantragt. Doch dann das Exklusivinterview mit dem syrischen Herrscher im russischen Fernsehen. Assad will erst einen Monat nach Beitritt seine Standorte offenlegen und erfordert von den USA ein Ende aller Drohungen und den Stopp der Waffenlieferungen an die Rebellen. Dass die, orchestriert von der CIA, inzwischen begonnen haben, bestätigte heute dieser Artikel der Washington Post. Aber kann Obama tatsächlich diese Lieferungen einstellen, den Verzicht auf einen Militärschlag verkünden? Oder kann und will Putin darüber hinausgehende Fragen gestellt. Warum sollen wir uns überhaupt einmischen in einem Land, wo die Situation so kompliziert ist? Jemand schrieb mir, diejenigen, die nach Assad kommen, könnten auch Feinde der Menschenrechte sein. Das stimmt. Einige der Gegner von Assad sind Extremisten. Aber Al-Qaida wird nur stärker werden in einem chaotischen Syrien, wenn die Menschen dort erleben, dass die Welt nichts dafür tut, unschuldige Zivilisten vor dem Gastod zu bewahren. Die Mehrheit des syrischen Volkes und die syrische Opposition, mit der wir zusammenarbeiten, die möchten einfach nur in Frieden leben, in Würde, in Freiheit. Und am Tag nach einem Militärschlag werden wir unsere Anstrengungen verdoppeln, eine politische Lösung zu erreichen, die diejenigen stärkt, die gegen Tyrannei und Extremismus eintreten. Schließlich haben viele von Ihnen gefragt, warum sollen wir das nicht anderen Ländern überlassen oder Lösungen suchen ohne Gewalteinsatz? Einige Menschen schrieben mir, wir sollten doch nicht der Weltpolizist sein. Dem stimme ich zu. Und ich habe immer Vorrang eingeräumt für friedliche Lösungen. Meine Regierung hat es diplomatisch versucht, mit Sanktionen, mit Warnungen, mit Verhandlungen. Aber chemische Waffen wurden immer noch eingesetzt durch das Assad-Regime. Gleichwohl haben wir in den letzten Tagen einige ermutigende Zeichen gesehen. Teilweise, weil es die glaubwürdige Drohung eines amerikanischen Militärschlags gab, sowie konstruktive Gespräche, die ich mit Präsident Putin hatte. Die russische Regierung hat ihre Bereitschaft erklärt, gemeinsam mit der Völkergemeinschaft Assad dazu zu drängen, sein chemisches Waffenarsenal aufzugeben. Das Assad-Regime hat nun eingeräumt und zugegeben, dass es über Chemiewaffen verfügt und hat sogar angekündigt, der Chemiewaffenkonvention beizutreten, die den Einsatz von Chemiewaffen verbietet. Wir werden nun sehen, ob das Erfolg hat, denn jede Vereinbarung, die möglich ist, muss die Überprüfung beinhalten, ob das Assad-Regime auch die Verpflichtungen einhält. Aber diese Initiative hat nun potenziell die Möglichkeit, den Chemiewaffeneinsatz zu unterbinden auf diesem Wege. Ich habe deswegen die Kongressmitglieder gebeten, die Abstimmung zu verschieben, während wir weiter diplomatische Bemühungen anwenden. Ich habe den Außenminister John Kerry gebeten, am Donnerstag auch seinen Amtsbruder in Moskau, also Herrn Lavrov, zu treffen. Wir stehen in Verbindungen und besprechen uns mit Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Großbritannien, mit Russland und China und bereiten schon eine Resolution für den UNO-Sicherheitsrat vor, die eben vorsieht, dann, dass Assad sich der internationalen Kontrolle unterwirft. Darüber hinaus warten wir auf die Berichte der Chemiewaffeninspektor erklärt hat. Als ein Verbrechen gegen die Menschheit, eine Verletzung des Kriegsrechts, war das doch nicht immer der Fall. Im Ersten Weltkrieg waren amerikanische GIs unter den vielen tausend Menschen, die in den Gräben Europas durch tödliche Gasangriffe gestorben sind. Im Zweiten Weltkrieg haben die Nazis Gas benutzt, um den Schrecken des Holocaust zu verbreiten. Denn diese Waffen dienen der massenhaften Tötung ohne Unterscheidung zwischen Soldat und Kind. Und die Welt hat ein Jahrhundert daran gearbeitet, chemische Waffen zu verbieten. Der amerikanische Senat hat sich schon früh 1927 dem Verbot chemischer Waffen angeschlossen, das heute von Regierungen unterstützt wird, die 98% der Menschheit vertreten. Am 21.
August wurden diese Grundregeln verletzt. Das heißt, unser Sinn für die gemeinsame Menschlichkeit wurde mit Füßen getreten. Niemand bestreitet, dass chemische Waffen eingesetzt wurden in Syrien. Die Welt sah Tausende von Videos mit Smartphones aufgenommen und Berichte in sozialen Medien über die Angriffe. Es gab Berichte aus Krankenhäusern mit Menschen, mit Patienten, die Symptome von Gasangriffen aufwiesen. Und wir wissen, dass das Assad-Regime für diesen Angriff verantwortlich war. In den Tagen vor dem 21. August, das wissen wir, hat sich das Militärpersonal auf einen solchen Angriff vorbereitet und Sarin-Gas vorbereitet, Gasmasken ausgegeben an die Soldaten und dann Gasgranaten auf 11 Nachbarschaften, auf 11 Stadtviertel abgefeuert, in denen das Regime die Opposition überwinden wollte. Und dann füllten sich die Krankenhäuser mit den Sterbenden und den Toten. Wir haben gesehen, wie die Militärmaschine von Assad die Angriffsanalyse durchgeführt hat, um dann diese Stadtviertel erneut zu beschießen. Wir haben Proben gesammelt von Kleidungsstücken, von Gewebe, und nachgewiesen, dass Sarin eingesetzt wurde. Wenn Diktatoren Grausamkeiten begehen, dann sind sie darauf angewiesen, dass die Welt wegschaut. Aber diese Dinge sind passiert. Wir müssen uns den schrecklichen Tatsachen stellen. Die Frage ist jetzt, was die USA und die internationale Gemeinschaft bereit sind, dagegen zu tun. Denn was diesen Menschen passiert ist, was ihnen widerfahren ist, diesen Kindern, ist nicht nur eine Verletzung des Völkerrechts. Das ist auch eine Gefahr für unsere Sicherheit. Lassen Sie mich erläutern, warum. Wenn wir es versäumen zu handeln, dann wird das Assad-Regime keinen Grund sehen, mit dem Einsatz chemischer Waffen aufzuhören. Denn dann weicht das Chemiewaffenverbot auf und andere Tyrannen machen sich Gedanken, warum sie der Militärschlag wird eine klare Botschaft an Assad senden, die keine andere Nation ihm geben kann. Ich denke, wir sollten nicht schon wieder einen Diktator mit Gewalt aus dem Amt entfernen, denn wir haben im Irak gelernt, dass uns das verantwortlich macht für alles, was danach kommt. Aber ein gezielter Militärschlag kann Assad und jeden anderen Diktator dazu bringen, sich sorgfältig zu überlegen, ob er chemische Waffen einsetzen möchte. Andere Fragen betreffen die Gefahr von Vergeltungsschlägen. Wir nehmen Bedrohungen natürlich ernst, aber das Assad-Regime hat nicht die Fähigkeit, unser Militär ernsthaft zu bedrohen. Und andere Vergeltungsschläge, die Assad üben könnte, unterscheiden sich nicht von den Gefahren, denen wir täglich ausgesetzt sind. Unser Verbündeter Israel kann sich selbst verteidigen, genauso, weil Israel auch die unerschütterliche Unterstützung der USA genießt. Viele von Ihnen haben darüber hinausgehende Fragen gestellt. Warum sollen wir uns überhaupt einmischen in einem Land, wo die Situation so kompliziert ist? Jemand schrieb mir, diejenigen, die nach Assad kommen, könnten auch Feinde der Menschenrechte sein. Das stimmt. Einige der Gegner von Assad sind Extremisten. Aber Al-Qaida wird nur stärker werden in einem chaotischen Syrien, wenn die Menschen dort erleben, dass die Welt nichts dafür tut, unschuldige Zivilisten vor dem Gastod zu bewahren. Die Mehrheit des syrischen Volkes und die syrische Opposition, mit der wir zusammenarbeiten, die möchten einfach nur in Frieden leben, in Würde, in Freiheit. Und am Tag nach einem Militärschlag werden wir unsere Anstrengungen verdoppeln, eine politische Lösung zu erreichen, die diejenigen stärkt, die gegen Tyrannei und Extremismus eintreten. Schließlich haben viele von Ihnen gefragt, warum sollen wir das nicht anderen Ländern überlassen oder Lösungen suchen ohne Gewalteinsatz? Einige Menschen schrieben mir, wir sollten doch nicht der Weltpolizist sein. Dem stimme ich zu. Und ich habe immer Vorrang eingeräumt für friedliche Lösungen. Meine Regierung hat es diplomatisch versucht, mit Sanktionen, mit Warnungen, mit Verhandlungen. Aber chemische Waffen wurden immer noch eingesetzt durch das Assad-Regime.
Gleichwohl haben wir in den letzten Tagen einige ermutigende Zeichen gesehen. Teilweise, weil es die glaubwürdige Drohung eines amerikanischen Militärschlags gab, sowie konstruktive Gespräche, die ich mit Präsident Putin hatte. Die russische Regierung hat ihre Bereitschaft erklärt, gemeinsam mit der Völkergemeinschaft Assad dazu zu drängen, sein chemisches Waffenarsenal aufzugeben. Das Assad-Regime hat nun eingeräumt und zugegeben, dass es über Chemiewaffen verfügt und hat sogar angekündigt, der Chemiewaffenkonvention beizutreten, die den Einsatz von Chemiewaffen verbietet. Wir werden nun sehen, ob das... Und die US-amerikanische Seite will definitiv jegliche Hinhaltetaktik vermeiden. Die russische Seite hingegen ist gegen jegliche Androhung mit einem Militärschlag. Aber gerade diese Option will US-Präsident Barack Obama nicht aus der Hand geben. Das hatte er auch schon in seiner Rede an die Nation erklärt. Und die zeigen wir Ihnen jetzt noch einmal in der vollen Länge, die wir auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch live hier bei Phoenix übertragen haben. Wie soll es jetzt weitergehen? Was in den letzten zwei Jahren begonnen hat, war eine Reihe friedlicher Proteste gegen das Regime von Bashar al-Assad. Und dieser Protest ist in einen brutalen Bürgerkrieg übergegangen. Millionen sind geflohen, Hunderttausende wurden getötet. In der Zeit haben die USA mit ihren Verbündeten daran gearbeitet, humanitäre Hilfe zu leisten und die moderate Opposition zu unterstützen. Ich habe der Versuchung widerstanden, nach militärischen Schlägen zu rufen, denn wir können nicht anderer Leute Bürgerkrieg lösen, insbesondere nach einem Jahrzehnt des Krieges im Irak und in Afghanistan. Am 21. August aber hat die Situation sich fundamental verändert, als das Regime Hunderte, über 1000 Menschen mit Gas getötet hat, darunter Hunderte von Kindern. Die Bilder sind schrecklich. Männer, Frauen, Kinder, die in langen Reihen da liegen, durch tödliches Gas getötet, andere mit Schaum vor dem Mund, die nach Luft schnappen, ein Vater, der sein totes Kind umklammert und das Kind anfleht, doch wieder aufzustehen. In dieser schrecklichen Nacht sah die Welt in schrecklichen Details die fürchterliche Natur chemischer Waffen. Und während die überwältigende Mehrheit der Menschheit solche chemischen Waffen als verboten erklärt hat, als ein Verbrechen gegen die Menschheit, eine Verletzung des Kriegsrechts, war das doch nicht immer der Fall. Im Ersten Weltkrieg waren amerikanische GIs unter den vielen tausend Menschen, die in den Gräben Europas durch tödliche Gasangriffe gestorben sind. Im Zweiten Weltkrieg haben die Nazis Gas benutzt, um den Schrecken des Holocaust zu verbreiten. Denn diese Waffen dienen der massenhaften Tötung ohne Unterscheidung zwischen Soldat und Kind. Und die Welt hat ein Jahrhundert daran gearbeitet, chemische Waffen zu verbieten. Der amerikanische Senat hat sich schon früh 1927 dem Verbot chemischer Waffen angeschlossen, das heute von Regierungen unterstützt wird, die 98% der Menschheit vertreten. Am 21. August wurden diese Grundregeln verletzt. Das heißt, unser Sinn für die gemeinsame Menschlichkeit wurde mit Füßen getreten. Niemand bestreitet, dass chemische Waffen eingesetzt wurden in Syrien. Die Welt sah tausende von Videos mit Smartphones aufgenommen und Berichte in sozialen Medien über die Angriffe. Es gab Berichte aus Ahnungen mit Verhandlungen, aber chemische Waffen wurden immer noch eingesetzt durch das Assad-Regime. Gleichwohl haben wir in den letzten Tagen einige ermutigende Zeichen gesehen. Teilweise, weil es die glaubwürdige Drohung eines amerikanischen Militärschlags gab, sowie konstruktive Gespräche, die ich mit Präsident Putin hatte. Die russische Regierung hat ihre Bereitschaft erklärt, gemeinsam mit der Völkergemeinschaft Assad dazu zu drängen, sein chemisches Waffenarsenal aufzugeben. Das Assad-Regime hat nun eingeräumt und zugegeben, dass es über Chemiewaffen verfügt und hat sogar angekündigt, der Chemiewaffenkonvention beizutreten, die den Einsatz von Chemiewaffen verbietet. Wir werden nun sehen, ob das Erfolg hat, denn jede Vereinbarung, die möglich ist, muss die Überprüfung beinhalten, ob das Assad-Regime auch die Verpflichtungen einhält. Aber diese Initiative hat nun potenziell die Möglichkeit, den Chemiewaffeneinsatz zu unterbinden auf diesem Wege. Ich habe deswegen die Kongressmitglieder gebeten, die Abstimmung zu verschieben, während wir weiter diplomatische Bemühungen anwenden. Ich habe den Außenminister John
Kerry gebeten, am Donnerstag auch seinen Amtsbruder in Moskau, also Herrn Lavrov, zu treffen. Wir stehen in Verbindungen und besprechen uns mit Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Großbritannien, mit Russland und China und bereiten schon eine Resolution für den UNO-Sicherheitsrat vor, die eben vorsieht, dann, dass Assad sich der internationalen Kontrolle unterwirft. Darüber hinaus warten wir auf die Berichte der Chemiewaffeninspektoren mit den Ergebnissen, was genau am 21. August gelaufen ist. All das wird von allen dann hinterher auch eingesehen werden können, die ja gesagt haben, wir müssen etwas tun. Unsere Streitkräfte habe ich angewiesen, den Druck weiter aufrechtzuerhalten und jederzeit auch sich in Bereitschaft zu halten für einen Militärschlag. Und ich danke unseren Streitkräften und ich danke den Familien unserer Soldatinnen und Soldaten für ihren Einsatz. Meine lieben amerikanischen Mitbürger und Mitbürgerinnen, seit Jahrzehnten sind die Vereinigten Staaten sozusagen der Anker der weltweiten Stabilität. Und das bedeutet, mehr als nur ganz einfach internationale Abkommen zu schließen. Man muss sie auch hinterher umsetzen und dafür sorgen, dass sie eingehalten werden. Die Welt ist ein besserer Ort, weil wir eben dafür auch mitgesorgt haben. Zu meinen Freunden auf der politischen Rechte sage ich, man muss natürlich auch ganz klar sehen, dass man auf einen Militärschlag nicht unbedingt verzichten kann, wenn es um eine gerechte Sache geht. Wir glauben an die Freiheit, an die Würde für die Menschen weltweit. Und die Bilder, die wir gesehen haben, haben gezeigt, dass das Leid immer noch zunimmt. Das haben wir insbesondere von den Bildern gesehen, auf den kalten Krankenhaus.